Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir befinden uns heute mal auf der Liberty City Map aus GTA 3. Und ich dachte, wir machen heute mal ein paar Verfolgungsjagden. Ah, da ist ein Baum. Naja, okay, das ist ein komischer Baum, das nennt sich auch Gebäude. Deutsche Wörter üben wir nochmal. Wir machen heute wieder Verfolgungsjagden. Die KI wird uns verfolgen. Wir müssen versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Also macht das so challenge-mäßig, denn jedes Mal, wenn wir gecrashed werden, müssen wir den Wagen wechseln. Ich habe mir dafür extra heute ganz viele Mods wieder runtergeladen, die wir schon mal hatten. Also ganz viele echte Mods. Und wir fangen an mit dem Miata. Wo haben wir ihn? Da oben. Und dann haben wir auch noch den RX-7, AX-7 für die Deutschen hier. Wir haben durch den Mustang, Plymouth Fury, BRZ, X5. Ich habe noch mehr runtergeladen. Ich finde sie nur nicht. Wir haben noch einen Mustang runtergeladen. Irgendwo ist es. Noch eins. Jedenfalls, wir werden einfach mal durch die echten Autos gehen. Und ja, Abendstimmung habe ich ein bisschen angeschaltet. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Chase Me, ne? So, Gang rein. Und dann mal. Das geht nicht. Vielleicht sollte ich das nächste Mal erstmal. Ah! Ich bin im Yard, das Bios. Deswegen guckt man übrigens links und rechts, bevor man irgendwo rausfährt. Damit man nicht gleich zerstört wird. Okay, stimmt, genau, wir haben kein ABS. So, unser Miata hier hat nicht viel PS, aber dafür ist er ziemlich wendig und hat gutes Handling. Mal schauen, ob wir hier durchkommen. So, da wollen wir mal hoch. Das ist böse für die Reifen. So, hier rum. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge uns verfolgen. Ich nehme mal so um die 5, 6. Okay, ich wollte mich nicht umdrehen. Komm schon. Okay. Oh, Fahrzeug von vorne. Ausweichen. So weit, so gut. Gegenlenken. Oh, nee. Das war knapp. Mal schauen. Schaffen wir es? Also die Challenge ist, nur drei Fahrzeuge benutzen zu müssen. Das ist also maximal zweimal gecrashed zu werden. Also, da bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen hier. Und als nächstes nehmen wir, glaube ich, den RX-7 und dann nehmen wir mal schon. So. Aber so weit, so gut hier. Im Miata. Okay, rum. Aufpassen. Oh. Okay. Wir haben keine Hupe. Ich wollte schön hupen. Oh. Okay, jetzt zerstört uns alles. Nein. Ah, au. Okay, das geht jetzt gerade ziemlich schlecht aus. Oh. Nein. Die Fortschrittstange hängt fest in den Rädern. Komm schon. Da soll die nicht sein, wie ihr seht. Okay, kann noch halbwegs fahren. Okay, also wir können nicht mehr richtig fahren. Ich glaube, das gelte ich jetzt erst. Ja, spätestens das gelte ich als erstes Crash. Okay, das heißt, die haben uns einmal geschnappt. 6 mit zum RX-7. Da würde ich versuchen, eine Variante zu nehmen, die vielleicht nicht ganz so laut ist, gebe ich zu. Weil der ist sehr laut, wenn ihr euch dran erinnert. Oder ich schreie einfach. Ihr müsst halt leiser stehen. Klappt auch. Gleich kommt da einer bei uns ran. Nehmen wir die Spirit A-Variante. Ich will hier nichts zu krasses haben. Wollen schon straßenlegal bleiben. Komm schon. Okay. So, die Variante ist zum Glück nicht zu laut. Oh, das ist blöd. Warum? Au. Okay, da haben wir schon mal einen bösen Treffer auf die Tür kassiert. Rum. Okay, hier durch. So. Na okay, es ist schon laut, aber es geht, wenn ich hier einfach ein bisschen lauter rede. So, um einiges schneller als der Miata. Um einiges schneller. Oh wow. Vielleicht hätte ich nicht ganz so schnell fahren sollen. Das wäre eine Idee gewesen. Die, glaube ich, ganz gut gewesen. Guck ich den hin. Absolut geschrottet. Okay, jetzt haben wir. Jetzt müssen wir 5,5 Minuten überleben. Was nehmen wir? Hatten wir nicht noch den. Ich habe ja noch den Coronet runtergeladen, aber ich bin ziemlich sicher. Und die Super hatte ich mir auch runtergeladen. Hey, was soll das? Naja, will jetzt anscheinend nicht. Oder ich bin blind. Nee, ich bin nicht blind, oder? Da ist nur wirklich nicht hier. Aua. Coronet ist hier, okay. Super. Nein, mal Coronet. Dann ist das halt so. Super B. Nehmen wir dann. Müssen wir nur kurz dafür sorgen, dass wir auswählen. Danke. Lassen wir die noch in uns reincrashen, oder? Einfach um zu sehen. Okay, das waren jetzt keine Highspeed Crashes, gebe ich zu. So, und jetzt im Coronet. Reloaden. Und
Auf geht's. Sieht schon sexy aus. Da ist ein Wagen vor uns. Okay, dann halt ein J-Turn. Hat ein bisschen schneller gegangen, was wir können, aber es hat geklappt trotzdem. So, der Mustang steckt fest. Das heißt, das ist hier gut für uns. Aufpassen mit dem Heck. Kommt gerne rum. Hier hoch. Durch. Oh, oh. Au, 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 au. Autsch, lass mich durch. Was ist los? Oh, wir können nicht mehr gut fahren. Wir fahren noch, oh nein. Au. Komm schon, der sieht so gut aus, den können wir doch nicht jetzt schon beenden. Komm schon, nein. Au, 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 au. Okay, dann machst du mir auch nochmal. Au. Ich glaube, es hat nicht lange gedauert, dann waren wir hier doch schon wieder am Ende. Okay, Challenge nicht geschafft. Challenge nicht geschafft, ich würde trotzdem noch ein bisschen Coronet benutzen. Weil der ist geil. Das Schöne übrigens hier ist natürlich, wenn man dann nach Amerika geht, dass man Fahrzeuge wie den Coronet um einiges häufiger sieht als in Europa. Also hier sieht man schon alte Mastercards, die kann ich schon immer wieder. Das ist schon geil. So, aber der Coronet sieht echt sexy aus, vor allem in dem Orange hier. Orange passt einfach super zu den Mastercards von damals. Oh. Wir müssen ja trotzdem ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr alles übergegenschlagen, weil das ist für GTA 3 Autos gemacht. Die halten ein bisschen mehr aus, was diese Wege angeht. Okay. Können wir hier links? Ja, blinken wir mal rein, damit wir hier schön normal fahren, ne? So, blinke aus, danke. So, oh, hallo. Huh. Okay. Das ist eine unfreundliche Begrüßung. Okay, du bist ja gut jetzt, gell? Versuche ich mir gar nicht zu geben. So, Vorwärtsgang bitte. Er hat den Wagen gestohlen. Verdammt! BBG! Ja, BBG ist nicht so gut in J-Turns, da weiß ich genau, wie ich schalten soll. Kann ich aber auch verstehen, das ist vielleicht nicht ganz so einfach zu sehr. Wow! Genau eingequetscht da in der Mitte. Wir können noch fahren. Wir können noch fahren. Komm schon. Okay. Nicht mehr ganz so gut. Hauptsächlich nur noch geradeaus. Aber wir fahren. Das ist, was gilt. Oh, gleich nicht mehr. Laterne. Laterne. Oh, ich konnte nicht weglenken. Okay. Okay. Sehr unpraktisch. Wo kommt jemand? Oh, da kommt der SBF vor. So. Und einfach. Nee, hier nicht. Um unsere Dominanz gegenüber der KI zu zeigen, müssen wir hier trotzdem nochmal auf was Schnelleres gehen. Was dezent Schnelleres. Nicht irgendwie den schnellsten Wagen in BMG oder so. Nein, nein, nein. Nur was ein bisschen Schnelleres. So, ihr versucht gegen die Wand zu knallen. Ja. Und wir nehmen unser GT500 hier. So, und sagen wir mal Tschüss, Suckers. So, müssen hier ein bisschen aufpassen, was diese kleinen Sprünge angeht. Weil dafür sind unsere GT500 auf jeden Fall nicht gemacht. Oh, Mustang, haha. So wird man zum Meme. Jetzt hat die Kontrolle verloren. Fährt aber noch. Fährt jetzt ein bisschen komisch, aber fährt noch. Wir müssen da einmal durch, bitte aus dem Weg da vorne. Danke. Oh, da ist ein kleiner. Das fährt sich echt nicht mehr gut. Wie ihr seht. Haben wir jetzt Heck. Wir haben jetzt Dreiradlenkung. Nicht Vierradlenkung oder Hecklenkung oder so, sondern wir haben nur halbe Hecklenkung. Kommen wir hier rückwärts raus. Ja, okay, komm schon. Irgendwie hier raus. Komm. Zum Linkslenken muss ich aber nur Gas geben. Gut. Perfekt. Oh, was ist da denn drin? Ist da ein Paint Spray gewesen oder so? Oder geht's da wirklich. Geht's da links rein? Nee, ist nur. Natürlich Paint Spray oder so. Okay, einmal rum. Versuche den irgendwie gerade zu halten, aber einfach keine Chance, der Crap walkt überall hin. Komm. Oh, hat es ein bisschen geruckelt, weil wir so viele Reifen kaputt gemacht haben. Ach, komm schon, nein, du darfst nicht überall stecken bleiben. So. Aua, ja, das ist gesund. Oh Mann. Okay. Ich glaube, hier kommen wir nicht raus. Alles kaputt, alles zerstört. Und ja, das soll es dann eigentlich auch für die heutige Folge BMG gewesen sein. Wie immer, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, schreibt ihn mal in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ciao.
können tatsächlich zunächst mal. Der GCD. Ciao.